Sie, um die es jetzt geht, die kommt eigentlich aus Potsdam und ist in Japan ein echter Star. Die deutsche Zeichnerin Caroline Eckhardt hat das geschafft, wovon tausende japanischer Kollegen träumen. Sie gehört dort zu den angesagtesten Manga-Zeichnerinnen. Mangas sind der japanische Begriff für Comics und die sind bei Japanern sehr beliebt. Für unsere Serie Deutschland ist Spitze hat jetzt Katja Eichhorn die Deutsche in Japan besucht. Ein Manga entsteht, ein japanischer Comic. Strich für Strich, Bild für Bild. Die Künstlerin Caroline Eckhardt aus Potsdam. Unter den etwa 3000 sogenannten Mangaka, den in Japan hauptberuflichen Manga-Zeichnern, ist sie zurzeit die einzige Deutsche. Wenn du als Deutsche Manga zeichnest, wird von dir zusätzlich noch verlangt, dass du was machst, was Japaner eben nicht können. Du sollst halt als Deutsche Manga zeichnen. Es bringt dir also gar nichts, wenn du total tolle japanische Bilder zeichnen kannst, also sie total japanisch aussehen. Caroline zeichnet, seitdem sie einen Stift halten kann. Erst wollte sie Malerin werden, dann Designerin. Mit 11 Jahren war klar, ihr Traum ist Mangaka. Mit 13 begann sie daher, Japanisch zu lernen. Mit 17 ging sie als Austauschschülerin nach Japan. Und nach dem Abi studierte sie an einer Manga-Schule. Sie taucht tief ein in die japanische Kultur und kommt dabei ihrer eigenen näher. Zum Beispiel, was ich gemerkt habe, ist auch ganz wichtig, über sein eigenes Land Bescheid zu wissen. Sonst kann man nämlich nicht darüber schreiben. Oder eine Meinung zu haben über sein eigenes Land. Das war schon erstmal, weil ich hatte mich ja nur für Japan interessiert. Plötzlich musste ich mich für Deutschland interessieren. Das war gar nicht so einfach am Anfang. Ihre erste Serie, veröffentlicht in 2 Büchern, handelt von einem deutsch-japanischen Ehepaar und dessen Missverständnissen im Alltag. Zum Beispiel, japanische Waschmaschinen haben keine Kochwäsche. So, aber sie möchte unbedingt Kochwäsche machen und macht sich hier im Kessel Wasser heiß und gießt das in die Waschmaschine. Nein, die Waschmaschine, die ist dafür nicht ausgelegt. Was die 27-Jährige in ihren Geschichten beschreibt, beruht auf eigenen Erfahrungen. Nur, dass Caroline nicht verheiratet ist, sondern allein unterwegs in dieser fremden Kultur, ihrer neuen Heimat, die ihr so gut gefällt. Es ist alles irgendwie sauber und angenehm. Man findet kein Graffiti, keine Zigarettenstummel oder Hundekot auf der Straße. Übrigens, für eine Mangaka gehört auch ein Stadtbummel zum Job. Sie sind wirklich sowas wie Fashion-Icons irgendwo, manche Charaktere, ja. Also es ist schon sehr wichtig. Ich gehe auch oft halt wirklich rumgucken, was gerade so in ist, oder lese Magazine. Der Meiji-Schrein. Hierher kommt Caroline immer dann, wenn sie dem Großstadttrubel entfliehen will. Wenn sie Ruhe braucht, Zeit zum Nachdenken oder wenn sie einen großen Wunsch hat. Heute zum Beispiel bin ich extra gekommen, weil ich gerne eine neue Serie durchbekommen haben möchte bei meinem Verlag. Und ich habe jetzt dafür gebetet, dass mir was Gutes einfällt und dass ich eine gute neue Serie machen kann. Carolins Freunde, allesamt Mangaka, haben keinen Zweifel daran, dass ihr das gelingt. In ihren Augen ist sie eine von ihnen und gehört nach Japan. Caroline ist eine Art Botschafterin, die 2 Länder verbindet. Und von den Charakteren, die sie zeichnet, wird klar, wie sehr sie sich in die japanische Gesellschaft integrieren möchte. Sie liebt Japan sehr. Sie liebt Japan mehr, als wir es tun. Es gehört viel dazu, sich als deutsche Mangaka auf dem hart umkämpften japanischen Markt durchzusetzen. Und vielleicht kann es nur denen gelingen, die seit ihrer Kindheit davon träumen.